Wir wollen heute das App Store aus unserem Linchpin Social Intranet vorstellen. Genau. Erzähl mal was. Ein Intranet soll das Cockpit der täglichen Arbeit sein und der Benutzer soll sich morgens einloggen und alles, was er braucht, in diesem Intranet vorfinden. Deswegen haben wir einen App Store erstellt, der ein persönliches Applikationsmenü zur Verfügung stellt mit Links zu allen wichtigen Anwendungen, die er zum täglichen Arbeiten braucht. Man kann hier ähnlich, wie man das bereits von einem iPhone kennt, den App Store aufrufen. Da befinden sich alle im Unternehmen angebotenen Applikationen und kann sich hier diese Applikationen dann abonnieren. Indem man das tut, bekommt man hier in seinem persönlichen Applikationsmenü dann die entsprechenden Kacheln oder Apps angezeigt und hat eine Verknüpfung der Intranet-Oberfläche zu allen Anwendungen, die man im täglichen Arbeiten braucht. Und dann nimmt sich halt jeder die Applikation, mit denen er häufig arbeitet. Wenn ich in der Buchhaltung bin, dann bin ich vermutlich auch viel in SAP und habe dann halt einen Link zu dem SAP-System. Und das Intranet kann so ein richtiger Hub sein. Da starte ich halt und von dort aus komme ich in die ganzen anderen Applikationen, die es so gibt. Wir haben ja hier ein Testsystem. Da sind nur so ein paar rudimentäre Sachen eingepflegt. Ich habe jetzt einfach mal für unsere kleine 80-Mann-Bude aufgerufen, was ich jetzt hier für Applikationen bei mir hinterlegt habe in meinem App Store. Und was wir insgesamt für Applikationen hinterlegt haben. Und ich habe es mal durchgezählt, es sind über 50 Web-Applikationen, die hier verlinkt sind. Und wir sind 80 Leute. Also wir sehen ja bei unseren Kunden auch, dass da hunderte von Web-Oberflächen zur Verfügung stehen. Und wenn sie glauben, dass sie ihr Intranet neu bauen können und alle diese 100 Sachen integrieren können, ist das halt entweder sehr, sehr viel Arbeit, was einfach nicht wirtschaftlich ist, oder einfach nicht möglich. Und da ist halt dieses App Store eine sehr gute Möglichkeit, um direkt zu den Sachen zu springen, die für mich als User relevant sind und mir die zu konfigurieren, die ich auch brauche. Genau. Es verhindert einen Medienbruch. Sie müssen nicht mehr zwischen unterschiedlichen Medien hin und her springen, auf Ihrem Desktop Verknüpfungen aufrufen, die Lesezeichen im Browser aktivieren oder Ähnliches, sondern Sie können zentral in Ihrem Intranet als Arbeitsplattform alles finden, was Sie zum täglichen Arbeiten brauchen.